So, Leute, neben mir sitzen Dennis und Benny Wolter und haben noch keine Ahnung, was jetzt auf sie zukommen wird. Lieber Dennis, lieber Benny, ihr seid hier im Internetwohnzimmer von Dix, nämlich bei... Es ist sehr einfach. Ich stelle euch die Fragen aus dieser Box. Die Fragen kommen von Instagram, unserem Team und dem Publikum. Und ihr antwortet. Okay. Very simple. Alles klar. Hier seid ihr. Grönemeyer letztes Mal, oder? An dieser Stelle. Ja, nur nicht auf der Doppelcouch, weil er war ja nur ein Mensch. Ja. Und ihr wart. Aber ja, der wäre hier. Da war ich. Er hätte hier gesessen, wenn noch jemand anders neben ihm gesessen hätte. Dann wäre er auf einer Doppelcouch gewesen. Aber da er alleine war, war er auf einem. War er auf so einem Sessel. Genau. Aber okay, den haben wir auch, den habe ich mir zu Hause mitgenommen. Ja. Hab den eingeschweißt, ja. So, erste Frage kommt von Instagram. Cocktailkönig 1908. Oh, Papa? Fragt, steigt die Fortuna auf? Die Fortuna aus Düsseldorf macht es nochmal spannend. Ja. Werden aber die nächsten Spiele gewinnen und in die Relegation kommen und dann siegreich aufsteigen. Fortuna Düsseldorf. Und das hier in Köln, man merkt's. Ja. Ich bin. Da du Experte, was sagst du? Ich bin Fußballexperte durch und durch, bin auch Anhänger der Fortuna, bald auch Investor der Volta Enterprises. Und dementsprechend kann ich spoilern, ja, wir steigen auf. Cool. Ich freue mich, weil ich mag mehr Derbys. Ist ja noch nicht gesagt, ob... Ja, ja, das wird auch spannend. Köln gegen Fortuna. Treffen wir uns im Block. Genau. Schöne Block. Kriegst du eine Bierdusche und ja. Ich krieg eine von dir. Ja, das machen wir. Ich guck mal schnell meine Termine. Nee, ich freue mich da wirklich drauf, weil dann hat man nicht nur Leverkusen, Gladbach, sondern dann Düsseldorf und dann muss man nicht so weit fahren. Richtig. Ja, ich freue mich sehr. Sagt mal, Dennis und Benny, das kommt hier vom Team, glaube ich, von unserem Team. Stellt euch vor, ihr bekommt eine große Samstagabendshow im Fernsehen. Wie müsste die heißen? World Wide World, weil wir die ganze Welt ansprechen. Wir werden Untertitel einbauen. Auf jeglichen Sprachen kann man uns dann hören. World Wide World. Ist mega schwer auszusprechen. What do you say? Du kannst es selber nicht aussprechen. Ein bisschen blöd, oder? Worldwide. Nächste Samstagabendshow, die wir machen, ist erstmal schön Wetten, dass. So! So! Wäre eigentlich eine mega geile Idee, wenn ihr das machen würdet. Oder Frauentausch XXL, sowas. Genau. Jetzt erst recht. Die große Zusammenkunft. Ja. Was ist aus Psycho-Andreas geworden? Geworden? Was ist der? Halt, stopp! Ja, halt, stopp, natürlich! Nein! Was macht er? Was macht er jetzt? Existieren. Mehr macht er, glaube ich, nicht. Er wurde letztens aus einem Sparkassenautomat abgeschossen von Paparazzis. Oh. Ja. Aber der sah ganz gut aus, so wie man ihn kennt. Okay, da bin ich wütend. Froh. Hast du mal eine Zeit aktiv Frauentausch geguckt? Ich war mal ab und zu so gerne reingeschaltet. Ja, aber das war noch diese Zeit, wo man einfach manchmal einen Fernseher angemacht hat. Die ist ja weg. Ja. Irgendwie die Zeit gibt es irgendwie nicht mehr so richtig. Ne? Außer wenn ich deine Show gucke. Oh. Ja. Die man auch in der Mediathek ja gucken kann, natürlich. Und da habe ich das geguckt und ich weiß noch, ich erinnere mich noch an Erdbeerkäse. Ja, klar. Ja, klar, natürlich. Das war krass. Klar. Das war crazy, aber ich muss es auch nicht unbedingt noch mal. Gibt's immer noch übrigens. Ehrlich? Ja, klar. Der Trash-Dino. Ja, ja, gut. Stimmt, natürlich gibt's das noch. Von Instagram kommt eine Frage von Marc D. Wie ist die Idee zu eurem Kanal entstanden? Das war einfach, ist, glaube ich, aus der Langeweile geboren worden. Ich hatte 2 Jahre gar keinen Bock. Ja. 2 Jahre war ich extrem angespannt bei den Drehs, die daraus bestanden, dass du irgendeine Spiegelreflexkamera auf die Fensterbank gestellt habe. Und dann haben wir einfach losgelegt. Und das klingt so kitschig und so unwirklich, aber das, was wir jetzt machen, ist genau das, was wir immer machen wollten. Also wir haben uns quasi den Traum wirklich ermöglicht. Also hier zu sitzen. Geil. Schön. Welcher Promi, der keinen Zwilling hat, sollte dringend einen haben? Thomas Gottschalk. Kann man ihn doppelt lieb haben? Nee, weiß ich nicht. Er könnte mehrere Shows moderieren, auf jeden Fall. So ein Kai Pflaume-Doppelgänger, der gar nicht so fit ist. Wo der Kai dann immer sagt so, jetzt mach doch, mal ein bisschen was, ne? Ja, so ein dicker Kai Pflaume. Ja, oder Dieter Bohlen. Ja, komm du geiler, so geil aus, du. Hammermäßig. Wie du. Oh Gott, das wäre schrecklich. Ich glaube auch. Das wäre ein Albtraum. Ey, du hast keinen Geruf, du kannst nix. Ich hab Platten mit Bonnie Tyler. Der macht das immer, muss keine Angst haben. Ja, ich bin so geil, ey. Ich bin Dieter Bohlen. Kommt auf die Tour, ey. Oh, wir haben schon die letzte Frage, Leute. Wann habt ihr euren Bruder zuletzt so richtig in die Pfanne gehauen?
In die Pfanne gehauen. Können wir das eigentlich noch? Wir wissen Problem, noch so viele Geschichten voneinander. Das Problem ist, wir verbringen ja wirklich auch fast 6-7 Tage die Woche miteinander. Das heißt, ich hätte auch gar keine Zeit, irgendwas hinter den Rücken zu machen. Und auch natürlich auch keine Lust, aber ja, in die Pfanne zu hauen. Können wir auch irgendwie gar nicht. Wir also Pranks macht ihr auch nicht? Nee. Weiß ich gar nicht. Wann hast du denn mal wieder was für mich in die Pfanne gehauen? Dass du was mal wieder für mich was kochst. Du hast es mal so lecker gekocht. Ja, könnte ich gerne mal machen. Ja. Wenn ich kann Nudeln abschätzen. Also wenn du zu ihm Nudeln abschätzen. Ja, also ja. Wenn ich zu ihm gehe und dann sage ich mache Nudeln, hat er gesagt, du machst 3 Kilo und dann sagt er so viel, also ich kann es nicht einschätzen. Ja, ich finde Nudeln kann man total schwer einschätzen. 3 Kilo Nudeln sind ja 6 Pakete Spaghetti. Ich habe so riesen Pranken, das sieht bei mir so klein aus. Ich habe einen guten Tipp übrigens, habe ich nämlich auf TikTok gesehen. Man nimmt sich einfach so viele Nudeln, wie den Teller passen. Und dann hat man so die rohen Nudeln und da weiß man ja, okay, das ist jetzt viel oder nicht. Und nimmt man diese Menge und die kocht man. Ist ja unlogisch, denn Nudeln werden ja weich und die sacken ja ein. Was willst du? Nee, die quellen doch auf. Sacken ein? Was ist denn für Nudeln? Meine Nudel sackt ein. Gut, bei Spaghetti wird es ein bisschen schwierig vielleicht. Ja, aber für einen Tipp an euch, von mir. Ja, das, ja danke. Lifehack. Ja, Lifehack genau. Von Dennis hier. Und das war schon die letzte Frage. Ja. Vielen Dank euch beiden. In der nächsten Sendung ist Nikita Thompson zu Gast. Bis dahin. Tschüss. Das Video ist schon vorbei, ist aber gar nicht so schlimm. Ihr könnt einfach hier das nächste Video anschauen, hier unseren Kanal abonnieren oder ihr macht was ganz Verrücktes und geht hier in die ARD-Mediathek für ganze Folgen und vieles mehr.